Hallöchen, Popöchen, und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Also an sich sitze ich immer noch genauso hier wie gerade eben noch. Für euch ist aber schon wieder ein Tag dazwischen vergangen. Nur für mich nicht. Oh, ich habe F1 gedrückt. Warum habt ihr mein Dings, mein Zeug hier unten nicht gesehen? Meine Liste. Und mit Level 31, da können wir doch eigentlich auch mal noch was anfangen. Da können wir vielleicht mal auch hier sowas verzaubern. Naja, das Kettenhemd, obwohl das wäre, das ist mir zu schade. Das ist mir wirklich. Das ist mir zu schade. Das hängen wir uns auf. Und ich weiß auch schon wo. Das kommt mit ins Schlafzimmer. An die Wand. Neben dem guten Stefano. Und ich weiß schon wieder nicht, wo ich das Boot hingestellt habe. Also muss ich mir kein neues craften, denn ich habe kein Holz dabei. Aber es ist ja an sich auch nicht so teuer. Machen wir mit dem Rottenfleisch. Also das Rottenfleisch. Das hier. Das schmeißen wir weg und dafür nehme ich das mit. Ja, ich habe nämlich gerade eben schon überlegt, was ich mitnehme und was nicht. So. Und da lang. Auf geht die wilde Fahrt. Also, erstmal ein Boot craften und dann geht die wilde Fahrt auch auf. Ach, scheiße. So. Kein Platz für nix. Boot setzen, Ei werfen, alles wieder mitnehmen. So, gut. Und auf geht's. Ja, ich weiß, ich bin der Meinung, wir brauchen Musik, während wir hier so rüber wandern. Aber Musik kann ich gerade nicht einfügen. Darum muss ich selbst musikalisch davon gleiten. Ich muss selber. Ich lasse es. Ich gucke einfach auf den Boden. Auf den Boden von meinem Boot. So, was wollen wir denn heute noch machen? Ich weiß gar nicht, ich habe mir das noch gar nicht so genau überlegt. Auf jeden Fall möchte ich erstmal nach Hause. Ganz einfach, weil ich mein Zuhause schon vermisse, weil ich schon seit mehreren Folgen nicht mehr zu Hause war. So. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Nur los, schneller. Fahr schneller, Boot! Macht er einfach nicht. Ja. Fahr doch mal schneller, Boot. Was? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, während des Let's Plays eingeschlafen. Ja, das tut mir leid, ich nehme gerade mitten in der Nacht auf. Nein, das ist gar nicht wahr. Es ist um 5. Ja, von der Arbeit gekommen und dann gleich losgelegt. Quasi. Oh Mann, das kam mir hier aber noch nie so lang vor. Ist denn das hier? Das ist doch nicht hier, das ist doch nicht, das ist doch hier. Die Krönung ist doch das. Jakobskrönung. So, endlich, da ist unsere Insel. Aber ist schon ein ganz schönes Stückchen, was wir jedes Mal fahren, ne? Da müssen wir ganz einfach hier bei uns auch noch ein Dorf erschaffen. Indem wir einfach, anhalten, 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 zack. Indem wir einfach unseren Schmied da unten die Möglichkeit geben, sich noch zu vermehren. So, ist denn eigentlich unsere Fledermaus noch da? Nee. Ich hatte ja meine Fledermaus unterm Tisch. Wer kennt es nicht? Man kommt nach Hause und hat eine Fledermaus unterm Tisch. So, dann mal hier noch. Krempel, Krempel, Krempel. Das ist Holz. Das kann ich da mal noch mit reinpacken. Ja, weil ich grundsätzlich nie Holz brauche. Und ich glaube, wir haben eigentlich auch schon wieder doch einen ganz guten Eisenvorrat. Müssen wir dann doch nicht erst, nicht sofort wieder in eine Höhle. Ich glaube, ihr habt auch die Schnauze voll so langsam von Höhlentouren und dergleichen. So, das passt noch hier mit rein. Was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir einen ganzen Stack. Was denkt ihr, was wir da für Dinger machen könnten? So, das noch da mit rein. Für Golems. Haben wir denn noch irgendwas da? Die Diamanten. Oh, das Kettenhemd ist so cool. Ich habe noch nie ein Kettenhemd in Minecraft gehabt, außerhalb von
Irgendwas, wo man es in der Kiste findet. Also irgendwelche Hunger Games oder sowas. Ach komm, das Papier packe ich jetzt einfach mal hier mit rein. Das brauchen wir alles. Das Golderz kann ich noch wegpacken. Den Schleim, den Schleim, den Schleim. Da oben mit rein. Ist er drin? Ja. Die Smaragde kommen dann damit hin. Und hier haben wir auch noch einen Sattel. Ich glaube, ich brauche bald eine extra Sattelkiste. So, die beiden Sachen packen wir. Das muss eigentlich erstmal alles noch, was ich dabei habe, nach oben. Ist der kleine Finger oben? Wird man dich loben? So, hier kommt dann jetzt also ein Bücherregal. Und wir verzaubern an der Stelle auch gleich mal unser Schwert. Schauen wir mal, was wir so rausholen können. Level 16 scheint doch ganz. Nemesis der Gliederfüßler 2. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall verkackt. Will ich. Ach nee, das will ich mir an die Wand hängen. Es hängt an der Wand, gibt jedem die Hand. Wer weiß es? Was weiß es? Ein Handtuch. So, ich habe gerade überlegt, ich wollte ja da oben noch das Kettenhemd aufhängen. Also brauche ich noch ein Leder für einen Item Frame. Item Frame. Item Frame. Haben wir noch Leder irgendwo? Nirgendwo. Irgendwo, nirgendwo. Ja, dann wird's wohl mal wieder Zeit. Wir gehen schlachten. Schlachten! Aber nur Kühe. Schlachten! Alles voller Eier. Na, so langsam können wir sie ja doch mal hier ein bisschen reinwerfen. Ist einfach, weil wenn wir hier schon vorbeilaufen und einen neuen einsammeln, dann ist das auch nicht mehr die super seltene Sache. So, zack, zack, zack. Wir geben hier einfach mal den neugierigen Kühen hier vorne eine mit dem Schwert. Komm, du kriegst auch noch eine. Vor die Omme. Du kriegst auch noch ein paar und dann war's das. Also ich habe gesehen, ein paar Leder hatten wir, von daher haben wir auch genug. Sechs Leder, sehr schön. Ein Item Frame braucht genau, also ein Rahmen braucht genau ein Leder. Ja. Und Stickies. Die machen wir uns. Wenn wir schlechte Laune haben, die machen wir uns. Nee, wenn wir gute Laune haben, dann machen wir uns schlechte. Verkehrt rum. Egal. Kohle, Kohle. Ich habe jetzt an Fackeln gedacht und schon mache ich irgendwas komplett anderes. So. Wollen wir uns. Ich mache mal gleich ein auf Reserve. So, so. Alles wieder mitnehmen. Und da sehe ich gerade, ich habe auch noch Redstone dabei. Das muss ich einfach auch noch aussortieren. Und dann sind wir auch schon wieder sortiert. Und alle sind zufrieden, weil wenn ich hier nämlich unordentlich Kisten habe, boah, es denkt da, wie ich da Ärger mit dem Robert krieg. Der tritt mir vors Schienbein. Das macht er, da ist er so. Na, da, doch, 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 da ist er so. Brauchst du gar nicht den Kopf schütteln, Robert. Ist so. Da bist du so. So, wir schauen mal. Zack. Und ein Kettenhemd. Wunderschön. So, meine Mütze packe ich hier mit rein. In meinen Kleiderschrank. Und den leeren, den. Nee, da oben hänge ich den hin. So. Und dann kann man sich da noch was überlegen. So, sehr schön, sehr schön. Nur noch schnell das Fleisch wegpacken. Und dann machen wir uns ran. Woran machen wir uns denn? Was machen wir denn heute Schönes? Was machen wir denn heute mal? Was machen wir denn heute mal? Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Aber dafür muss ich erst den Berg abtragen. Das wird mega spannend. Oh ja, da freut ihr euch bestimmt schon drauf. So, Leder. Das heißt, ich brauche mal noch zwei Schippen. Ich habe mir nämlich schon seit längerem was vorgenommen. Ich weiß, ich habe eine Diamantschippe dabei. Ich möchte hier hinten den Berg abtragen. Und das werde ich jetzt auch machen. Und das wird dann einfach mal eine ein bisschen längere Folge. Da solltet ihr euch nicht stören dran. Ja. Und während ich das so mache und so mache und so mache,
Vielleicht klatsche ich das auch alles in eine Folge. Dann kommt da nämlich hier was anderes hin. Ja, eine Weinplantage. Ja, das wird cool. Da werdet ihr euch beümmeln vor Freude. So, zack. Und das hier nehmen wir auch noch mit. Warum ich da jetzt extra Eisenschippen gemacht habe, ganz einfach, weil ich es halt doof fänd, meine schöne Diamantschippe dafür so zu verballern. Sicherlich werde ich die auch noch nehmen, aber mehr als eine Diamantschippe werde ich halt nicht verbrauchen. Alles andere mit Eisen geht's ja auch schnell. So. Und hier liegt auch schon wieder ein Apfel. Yay! Gratis Äpfel. So, und hier, zack, nehmen wir auch noch alles mit. Hier oben schauen wir auch mal noch vorbei. Ach, das war einer der Naturschutzbäume eigentlich. Ein halber Baum. Aber da haben wir ja noch mehr auf der Insel, von daher. Da sind wir ja nicht so. Die halben Bäume, die müssen trotzdem auch mal irgendwann gefällt werden. Ganz einfach, weil wir hier den Platz auch brauchen. Den Palalalatz. So. Und die ganzen Setzlinge werde ich natürlich dann auch wieder einsammeln und an anderer Stelle setzen. Ganz einfach, weil ich auch darauf achte, dass das Klima und so und mit Bäumen und so, und ihr wisst doch, wie es ist, wenn man nur fällt, das ist nicht gut für die Umwelt. Oder wenn man nur fällt, ist auch nicht gut, wenn man nicht mal irgendwann landet. So, hier muss natürlich jetzt noch so ein großer Baum stehen, das ist natürlich immer herzallerliebst. Herbstallerliebst. So, Blätter fallen, Herbst allerliebst. Komm her. Geht jetzt so nicht. So, zack, zack. Da auch noch alles weg. Und hier und hier. Und wir und hier und da und dort und hier und da und dort und hier. Und hier und da und dort. Und hier drüben auch. Und hier auch noch. Und da auch. So. Und hier. Ja, die Bäume, die müssen jetzt erstmal noch dran glauben. Und dann in der nächsten Aufnahme. Nächsten Aufnahme, da werde ich spaßiges Bäumeklatschen spielen. Das ist doch immer schön. Das macht doch Spaß, oder nicht? Nicht Bäume klatschen, Erde klatschen. Spaßiges Erde klatschen spielen. So. Das noch alles mit, das noch alles mit. Vor allem die letzten zwei Folgen, die waren so voller Spannung. Wir sind im Dorf rumgelaufen, haben Kisten sortiert. Ich weiß noch nicht mal, wie ich die Folgen benennen soll, einfach weil da so viel passiert ist. Ich weiß gar nicht, was da der Titel werden soll. So, und jetzt bei dieser Folge, das ist auch schon wieder spaßiges Baumschubsen oder Begradigung. Nee, Begradigung ist es ja noch nicht. Baumfällen für Fortgeschrittene. So. Zack, zack, zack. Und hier drüben auch noch. Boah, hier sind ganz schön viele Bäume auf diesem kleinen Stückchen, ne? Ich habe eigentlich gedacht, das kann ich immer schnell ratzfatz hinter mich bringen. Aber wenn hier auch noch Bäume und Blätter und alles im Weg sind, dann ist das natürlich weniger cool. So. So, hier ist gerade noch ein Apfel aufgetaucht. Hier vorne ist auch schon alles schön voller Setzlinge. Die kann ich mir schön zusammen klauben. So, da liegt noch ein Apfel, hol ich mir gleich. Zack. Und hier oben auch noch. Und hier gehen wir noch durch. So, hier, hier. Oh, noch ein Apfel. So viele Äpfel, das bringt's natürlich auch, ne? Wenn man einmal hier so eine richtige Fellaktion macht, also nicht von Fell, sondern von Fellen, da hat man dann schon einen ordentlichen Apfelvorrat. Und selbst wenn man den nicht hätte, dann könnte man sich den ja ertauschen mit den Dorfbewohnern. Haben wir ja gesehen. Der eine wollte das ja gerne machen. Na, wo komme ich denn hier durch? Blätterlabyrinth. Hier scheint noch einer zu stehen. Oder? Ja. So. Denkst wohl, dich habe ich vergessen. Nein, du musst genauso dran glauben wie deine Freunde.
Er hat alle getötet, einfach mit der Axt ins Gesicht. Da steht auch noch einer. So, also voll mit der Axt ins Gesicht. Zack, zack, zack. Oh, ach ja, stimmt. Ich vergaß. Ich vergaß. Es ist ja Nacht. Ich vergaß euch alle. So. Zack, den Apfel dort holen wir auch noch. Den da. Jupp. Da oben lauert auch noch einer. Zack, wunderbar. So, dann lege ich mich mal schnell schlafen. Und dann ist es ja auch schon wieder Folgenende Zeit. Gelände, Zeit, Ende, Gelände. Guck nicht so traurig, Baum. Ich pflanze wieder neue, wirklich, ich versprech's. So. Und ich geh ins Bett und schlafe. Uah. So, ein wunderschöner Morgen. Ach, traumhaft, traumhaft. Da die Tropenbäume und alles wächst vor sich hin. Yeah, Catnip. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Erde schaufeln, weil das ist das, was in der nächsten Folge passieren soll. Da so. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüssi-Lied.